Noch eine Sache, bevor ihr dieses Video anschauen werdet. Ich werde nicht reden, da dies ein Tutorial ist und ja, uns eine schöne weibliche Stimme jeden Scheiß erklären wird und ich leider nichts beitragen könnte. Deswegen, ja, werde ich nur in den nachfolgenden Parts vorkommen. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Dingfähigkeiten einsetzen. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. Wir brauchen Sicherheitssysteme am Mauereingang. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Was? Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Finden Sie das witzig? Kommen Sie raus! Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für ein... Stecken Sie Ihre Waffe weg. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Oh, sei ganz normal, ja? Sie sollen nicht wissen, dass er an der Bombe. Danke, altmodisch. Wäscht seine schmutzige Kasche nicht gern in der Öffentlichkeit. Zentrale, hier wirft irgendein Spinner mit Sachen rum. Wir regeln das. Over. Hallo! Hallo! Warten Sie und hören Sie zu, was die Leute um Sie herum sagen. So erhalten Sie manchmal wichtige Informationen. Oder erfahren, wenn die Luft rein ist. Meine Frau ist Weltmeister im Tratschen, das war nur eine Frage der Zeit. Ich weiß dein Mitgefühl echt zu schätzen, aber... Denk an meine Worte, Junge. Du solltest dir einen anderen Job suchen. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Dieses Reisebüro hat nur zwei Ziele. Tod und Depression. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig... Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Der Job ist ungefähr so spannend wie Farbe beim Trocknen. Die Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht an sie heran. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Sauberer Kill.
Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Tricksen Sie den Wach, wenn Sie das Gewächs... Setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Bei zwei Ex-Präsidenten. Die Gärtner dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen. Aber sie sollten die Augen nach anderen Wachen offen halten. Was zum Teufel soll das eigentlich? Ein Wachmann ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um ihn auszutricksen und zu entkommen. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency. Mir. Bitte. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück!